Als Kind wollten sie sein wie? Old Shatterhand. Dann wurde es die Politik. Warum? Die friedliche Revolution kam. Wir waren in kirchlichen Gruppen aktiv. Dann ging es los. Die ersten freien Kommunalwahlen brachten gute Ergebnisse. Wir haben kandidiert für die CDU, meine Frau und ich. Plötzlich waren wir in den Kreistagen bzw. im Stadtrat. Und damit fing es alles an, sodass dann auch aus dem Kreistag heraus für mich eine Funktion als stellvertretender Landrat am Anfang der politischen Arbeit stand. Wer ist Ihr politisches Vorbild? Thomas Morus. Der war konsequent in all dem, was er tat und ist auch der Patron der Politiker. Wenn Sie ein Vorhaben beschleunigen könnten, welches wäre das? Das sind die gesetzlichen Grundlagen für den Länderfinanzausgleich, den wir dringend neu brauchen, denn 2019 laufen die bisherigen Regelungen aus. Welchen politischen Gegner schätzen Sie am meisten? Willy Brandt, wegen seiner klaren Position zur deutschen Wiedervereinigung. Wie verbringen Sie ein freies Wochenende? Mit den 4 Enkelkindern und ganz, ganz viel Büchern. Was lesen Sie gerade? Der Urknall von Daniel Matt. Bei welcher Musikrichtung fühlen Sie sich aufgehoben? Ja, ich bin Jahrgang 1954. Das ist natürlich die Popmusik der 60er und 70er Jahre. Aber auch Aktuelles, wenn es sozusagen den Bezug zu dieser alten Musik hat. Für welches Fernsehereignis lassen Sie alles andere liegen? Ja, für die Fußball-Weltmeisterschaft insgesamt, aber natürlich für ein Endspiel mit Deutschland, das ist ganz klar. Haben Sie ein Lebensmotto? Ja, ich habe ein Lebensmotto. Das lautet sinngemäß, hart in der Sache, milde in der Form, treu sich selbst. Es stammt von einem Renaissance-Theologen namens Claudio Acquaviva.